Zahlreiche Menschen sind bei einem Schusswechsel in einem Nachtclub in Ohio verletzt worden. Mindestens eine Person soll nach offiziellen Angaben getötet worden sein. Die Polizei sagte, mindestens zwei Schützen hätten in dem Club um sich geschossen. Hunderte Besucher seien in Panik geraten. Samstagabend sind viele junge Besucher hier. Es gab auch schon vorher Vorfälle, aber das ist bei weitem der schlimmste. Trotz der vielen Verletzten hätte der Vorfall noch schlimmer verlaufen können, sagte ein weiterer Polizeisprecher. In meiner 27-jährigen Laufbahn gab es keinen Fall, bei dem wir 14, 15 Opfer hatten. Wir können glücklich sein, dass nur eine Person verstarb. Es gibt zwar Personen mit lebensgefährlichen Verletzungen, aber wir hoffen und beten, dass sich der Zustand stabilisiert. Die Täter seien noch auf freiem Fuß, die Polizei fahnde weiter nach dem oder den Schützen. Zeugen des Vorfalls zögerten, weitere Informationen zu der Schießerei herauszugeben, so die Polizei. Die Unsicherheit über die Gründe der Gewalttat verunsichert die Bewohner Cincinnatis, denn vor rund einem Jahr erschoss ein Angreifer 49 Menschen in einem Nachtclub in Orlando in Florida.